Okay, das war heftig. Eigentlich sollte das heute ein ganz entspannter Angelausflug werden. Mit dem Boot wollte ich zu einem kleinen See nördlich des Startgebiets, um da auf Flussbarsche zu gehen. Ich habe mich dafür heute für die Maiden, die Tyro, eine 2-Kilo-Schnur, einen 10er-Haken und den Blutwurm entschieden. Mit einem entspannten Einparkmanöver habe ich das Boot stehen lassen und bin dann zu Fuß weiter. Am Steg habe ich erstmal geguckt, aber keinen Fisch gesehen, deswegen habe ich einfach mal die Angel ausgeworfen. Es hat wirklich nicht lang gedauert und der erste kleine Barsch kam angeschwommen. Und kurze Zeit später hat er direkt angebissen. Ich habe ihn ganz easy reinholen können. Und währenddessen habe ich mir gedacht, was würde wohl mit einem größeren Haken passieren? Also habe ich auf dem 6er-Haken mit einem Kompostwurm gewechselt. Und während ich so am Warten bin, denke ich mir auf einmal, oh boy, das ist aber kein Barsch. Da hat einfach ein Monsterhecht an meine Ultralight-Angel angebissen. Ich habe alles versucht, um das Ding mit dieser Angel rauszuholen. Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich aber null Fortschritte machen können. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Leine durchzuschneiden. In einer der nächsten Folgen werden wir uns das Monster holen.